Ich liebe einfach nur diese Emotionen dieser Band. Und zwar geht es um die Band Psychonaut 4. Die Jungs aus Georgien machen einen Mix aus Post-Rock und Depressive Suicidal Black Metal und wie das klingt, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Jetzt hören wir uns einen Song an, auf den ich wollte ihn eigentlich schon direkt den ersten Tag hören, aber dann dachte ich mir so, komm, ich will mit euch hören. Dann war ich ja leider so lange nicht online. Deswegen, der Song ist jetzt schon 6 Tage alt, ist es mir aber so egal. Und zwar kommt ein neues Album von Psychonaut 4. Aus Georgien, Depressive Suicidal Black Metal, sehr, sehr geile Band. So Black Metal technisch ist es halt so eine, also gehört zu meiner, ja, ich würde sagen wahrscheinlich Top 5. So die Beautiful, die Platte ist wirklich sehr, sehr stark, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und die haben jetzt einen neuen Song rausgehauen namens Why or Why Me. Let's go. Ich freue mich. Ich finde jetzt schon direkt super stark. So, du hast erstmal so diese Gitarre, die eher so diesen cleaneren Sound hat. Dieses diese Melodie. Und teilweise hast du dann nochmal im Hintergrund nochmal so eine cleane Melodie. Und das harmoniert so gut zusammen. Das ist halt auch sowas, was ich halt sehr gerne, also sehr an Psychonaut 4 schätze und einfach auch mag. So, du hast halt sowohl die Clean Vocals, aber halt auch dann nur nochmal diese Shouts und die werden halt gleichzeitig gesungen. Und das passt einfach so gut zusammen. So diese Stimme, also diese Cleans, ne, immer so sehr tief, ne, so sehr, ne, so gesungen. Und ich finde, das ist einfach geil. Also es klingt einfach mega, mega gut. Und ich würde halt schon gerne den Text verstehen, so, ne? Aber das ist ja, ich weiß gar nicht, ne, ob man in Georgien Georgisch spricht. Ist das Georgisch oder? Also, ne, ich weiß es leider jetzt nicht. Finde aber auf jeden Fall die Schrift super, super faszinierend. Sieht richtig schön aus. Aber es kommt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Schön diese Melodie durchgehend durchgezogen. Gut, dann hast du jetzt hier nochmal diese andere Melodie, die halt richtig schön ist. Ich finde die sogar noch schöner als die davor. Und dann hast du halt nochmal hier diese tiefe Stimme. Und im Hintergrund hast du nochmal so leicht Kehlkopfartig so ein Gesang. Das klingt gut. Boah, das ist so eine gute Atmosphäre. Boah.
finde aber auch halt wirklich diese Sprache, die kommt einfach irgendwie nochmal so intensiv irgendwie. Ich habe irgendwie so dieses Gefühl, als würde das, ne, diese Stimme oder halt diese Sprache, die ist halt irgendwie sehr intensiv. So, ich verstehe es nicht, aber ich fühle es irgendwie. So, keine Ahnung, ob das so Sinn macht, aber ich fühle es halt einfach so, was er singt, obwohl ich nicht weiß, worüber er singt. Wieder schön, dann hast du so diese tiefe Stimme wie die ganze Zeit und jetzt hast du auch noch Clean Vocals, aber halt ein bisschen höher gesungen. Sehr, sehr schön. Das ist nämlich halt auch ganz cool, weil dann hast du halt immer diese, sag ich mal, diese Kombination aus halt, ne, dieses eine waren ja so diese Shouts und die Vocals, dann waren dann die, die Clean Vocals mit diesem kehlkopfartigen Gesang und jetzt hast du nochmal Clean Vocals, diese tiefen und dann noch so leicht höhere Clean Vocals. Geil, einfach stark. Stark. Mega gut. Was ich auch hier stark finde an der Gitarre ist, dass die halt leicht so einen Raw-Sound hat, aber trotzdem irgendwie so diese Melodie, dass die so clean irgendwie wirkt, dass es halt das irgendwie, sage ich mal, so kompensiert in Anführungsstrichen. So, ich finde den Sound aber richtig geil, richtig, richtig gut und dann kommen nochmal die Vocals drüber. Schön. Ah, schön, diese Shouts im Hintergrund wieder. Diese wehleidigen, wehleidigen Shouts. Schön gesungen. Danke. Ich habe so darauf gehofft. Ich habe so darauf gehofft, weil genau das hat mir nämlich jetzt diese 5 Minuten lang gefehlt und ich dachte so, bitte, diese Vocals kommen auch noch. Weil ich finde vor allem diese Vocals bei Psychonaut 4 sind halt einfach irgendwie das, was ich am meisten feiere, so, oder fühle zumindest. Weil man halt wirklich so merkt, so diese Vocals, die sind einfach wirklich so schmerzerfüllt, so wehleidig, so einfach so wirklich, ja, er leidet. Er leidet und du leidest halt dann deswegen mit. Ja. Teilweise so, du hörst so, dass die Stimme so leicht bricht irgendwie.
durch diese Shouts, ne? Aber das ist genau das, was halt einfach das so ausmacht. Wo man halt einfach merkt, okay, das ist halt einfach wirklich, das sind wirklich Vocals für DSBM einfach. Ich mache gerade wieder viel zu viele Pausen, ich weiß, aber... Und dann diese Akustikgitarre. Auch so irgendwie typisch bei Psychonaut 4 und das ist... Ah, es ist wunderschön. Es ist wunderschön, weil ich finde auch vor allem dieser Sound ist irgendwie so clean. Oh, das ist so ein guter Song. Super schön gespielt, super schöne Melodie, echt mega gut. Auch schön diese Akkorde, der Akkordwechsel. Diesen Part und dann noch so ein Fadeout. Wahnsinn. Oh, und jetzt werde ich so weiß wie mein T-Shirt. Oh, aber schön. Was ein guter Song. Da hat sich das Warten echt gelohnt, bin ich ehrlich. Da hat das Warten sich echt gelohnt. Stark. Wunderschöner Song mit sehr, sehr schönen, vielen verschiedenen Vocals, ne? So diese Tiefen, diese Kehlkopfartigen, diese hohen Cleans, dann hast du die Shouts, dann hast du diese wehleidigen, schmerzerfüllten Vocals. Top. Und dann auch einfach so instrumental, dann hast du halt wirklich sehr viel Atmosphäre, sehr viel. Ja, halt einfach sehr viele Emotionen drin. Und also ganz ehrlich, ich muss sagen, so diese zweite Hälfte des Songs hat mich nochmal ein bisschen mehr geflasht, mehr gepackt, weil mit diesen Akustikgitarren, ne, und halt einfach genau diese Vocals, die ich halt am meisten bei Psychonaut halt einfach liebe, genau die kamen halt einfach am Ende und das ist halt einfach das, was ich halt einfach unbedingt hören möchte. Stark, also wirklich mega, mega gut. Ich freue mich auf das gesamte Album. Es wird, glaube ich, auch wirklich echt wieder ein Banger. Aber wunderschön, also wirklich ein sehr, sehr, sehr starker Song. So, mega, mega stark.